Hallo liebe Schachmann-160-Freunde, heute und in den nächsten Wochen möchte ich euch die schönsten Partien vom Champions Showdown 2020 vorstellen. Dieses Online-Turnier fand im September als Rundenturnier mit 10 Teilnehmern statt und Veranstalter waren wie jedes Jahr die Organisatoren vom Schachmecker in St. Louis. Beginnen wir heute mit einer Partie aus der ersten Runde zwischen Maxim Wachila-Graf und Weltmeister Magnus Carlsen. Und gespielt wurde diese Stellung als Ausgangsposition. Wir sehen hier drei Leichtfiguren am Damenflügel und die vierte als Fianchetto-Läufer im Eck. Es ist also eigentlich zu erwarten, dass wir Aufstellungen mit Springer B3 und Springer C3 aufs Brett bekommen. Und wenn man die Dame auf F1 noch betrachtet, die auch eben ungewöhnlich steht, dann kommt man auf den Zug E2, E4 als Startzug. Mit diesem Zug dürfte es relativ einfach sein, eine normale und gut spielbare Position hinzubekommen. So ähnlich hat sich Maxim Wachila-Graf das wohl auch gedacht. Er begann auch mit E4 und Magnus Carlsen spielt C5. Eine normale Fortsetzung wäre natürlich E5 auch gewesen, meinetwegen mit der Fortsetzung Springer B3, wobei vielleicht Springer C3 etwas sorgfältiger wäre, denn Springer B3 lässt den Bauern C2 ungedeckt. Schwarz könnte Springer C6 spielen und schon muss man genau spielen als Weißer. Springer B4, diesen Springerausfall sollte man im Auge behalten. Immerhin sind die Bauern A2 und C2 ungedeckt. Aber es geht schon meinetwegen mit Dame E2 hier und nun wäre Springer B4 sicherlich nicht die beste Fortsetzung. Viel zu gierig wäre das. Weiß könnte hier mit D3 oder auch D4 fortsetzen und Springer schlägt A2. Wäre wie gesagt allzu frech. Nach Läufer D2 kommt der Springer zwar schon wieder zurück ins Lager mit Springer B4, aber nach C3, Springer C6, D5, Springer E7 und meinetwegen der Gero-Schade hätte Weiß doch riesigen Entwicklungsvorsprung. So dürfen wir auf keinen Fall spielen. Das hat nichts mit Schach zu tun. Weiß hätte nach E4, E5 und Springer B3 vielleicht auch andere kreative Fortsetzungen, zum Beispiel F4. Zur Hand. Nun könnte nach Springer B4 C3 erfolgen und nach Springer A2 F schlägt E5 mit unklarem Spiel natürlich. Nimmt Schwarz das Gambit an und spielt nach F4 E schlägt F4, dann könnte D4 folgen, der Bauer F4 ist nun auch vom Läufer angegriffen und G5, G3 ist ein typisches Gambit-Spiel mit beiderseitigen Chancen natürlich. Kommen wir nun zur Partie. Nach E4, C5 ging es weiter mit Springer B3 und B6 und Dame E2. Weiß kümmert sich tatsächlich zuerst um seine Problemfiguren, allen voran eben den Eckspringer und die weiße Dame. G6, Gero-Schade und Läufer A6, D3, Springer C6, G3 und Springer C7. Nun entwickelt Schwarz seine Leichtfiguren hier vom Damenflügel. Da gibt es natürlich nichts einzuwenden dagegen. Springer C3 und nun wäre so ein Zug wie E7, E6 wohl Standard, sage ich jetzt mal, um das Feld D5 unter Kontrolle zu bekommen. Magnus Carlsen spielt aber hier kreativ und versucht die Gegenüberstellung von weißem König und dem Turm G8 schon für sich zu nutzen. Er spielt hier Läufer
C3 und nach B schlägt C3 G6, G5 und möchte hier ganz unverhohlen den weißen König schon angreifen. Und dagegen gibt es auch nichts zu sagen gegen diesen Plan, denn der schwarze König kann sich jederzeit mit der Zero-Schade schnell in Sicherheit bringen. Schwarz beginnt hier auch schon mit seinen Mittelspielideen, ganz klar. Aber Weiß steht keinesfalls schlechter. Er spielt hier F4, verstärkt hier sein Zentrum und zwingt den Schwarzen zu einer Erklärung. Carlsen spielt G, schlägt F4 und nach Läufer F4 Springer E6. Und nun E4, E5. Sehr stark von Weiß gespielt. Maxim Wasilla-Graf gibt nicht klein bei, sondern er kämpft hier um jedes Feld im Zentrum, um jeden Zentimeter. Schablonenhaft wäre hier beispielsweise so etwas wie Läufer D2. Schwarz könnte hier Dame G7 spielen und hat das Feld E5 unter Kontrolle. Nach E4, E5 und Dame G7 sieht es anders aus. Hier hat Weiß nun Turm DE1 gespielt und pocht seinerseits auf ein starkes Zentrum. Ja, nun muss sich Schwarz neue Ideen einfallen lassen, um seinem Angriff zu neuem Schwung zu verhelfen. Aber Carlsen hat Turm H8 entdeckt und die Idee ist natürlich H7, H5 und H4, um mit diesem Vormarsch des H-Bauern den weißen König weiter zu schwächen. Dame H5 verhindert H7, H5, aber C4 wird dadurch möglich. Die Dame von E2 hat keine Kontrolle mehr über C4. Sehr stark hier von Carlsen gespielt. Dieser Zug aktiviert den Läufer A6. Springer C1 war die Antwort, C schlägt D3 und C schlägt D3. Und nun ist die Gegenüberstellung von Läufer A6 und Turm F1 äußerst lästig. Dame G6, Dame D1 und H7, H5. So kommt Schwarz doch noch zum Bauernvorstoß des H-Bauern. Turm E3 verstärkt die dritte Reihe, allen voran natürlich die Felder D3 und G3, H5, H4 und Springer E2. Der Springer wird frei, er muss nicht mehr D3 gedeckt halten und beteiligt sich an der Verteidigung des weißen Königs. Zero-Schade von Schwarz und D3, D4, das sieht gefährlich und konsequent aus, denn es droht natürlich D4, D5. Aber es ist relativ einfach von Schwarz, das alles abzuwehren. Besser für Weiß wäre hier Läufer G2 oder Turm F2 gewesen. Denn nun hätte Schwarz schon mit H schlägt G3 die bessere Stellung bekommen können. Carlsen hat das nicht gespielt, aber schauen wir uns die Varianten an, die sich ergeben könnten. Nach meinetwegen Turm G3, Dame H5 und Turm G2 und Turm DG8 steht hier Schwarz besser. Man beachte, dass der Springer E2 immer noch gefesselt ist und D4, D5 natürlich nicht geht, wegen ganz einfach Läufer schlägt E2. Spielt Weiß nach H schlägt G3 Springer G3, so kommt natürlich Läufer F1. Spielt er H schlägt G3, so könnte Weiß mit Dame H5 fortsetzen. Es droht matt auf H2, also Läufer G2, Dame H2, König F2 und nun gewinnt Schwarz mit Läufer schlägt E2, Dame E2, Springer F4, G schlägt F4 und auch wieder Turm DG8. Das ist ein sehr starker, ein gewinnbringender Angriff. Schwarz musste ja hier nicht einmal Material opfern, um diese Stellung zu bekommen. Turm G1, Turm H4 zum Beispiel, und Weiß wird das nicht lange überleben.
Und schlussendlich, wenn Weiß Läufer schlägt G3 spielt, dann hätte Schwarz hier Turm H2 zur Verfügung. Vielleicht hat Carlsen das nicht gesehen. Nach König H2 würde Dame H6 den Turm auf E3 zurückgewinnen. Und Schwarz hätte weiterhin starken Angriff. Nach Läufer G2 könnte Turm G2 folgen, König G2 und Springer A5. Das ist vielleicht die kritischste Variante, aber hier hat Schwarz auch vorzüglichen Angriff für das Qualitätsopfer. Er hat auch einen Bauern, aber vor allen Dingen die weißen Felderschwächen im weißen Lager sind eklatant. Es ist völlig klar, dass hier Schwarz die Initiative hat. Diese Fortsetzung hat Carlsen aber nicht gespielt. Es ging nach D4 weiter mit Springer A5, Läufer E4, Dame G7, Turm F2, Turm DG8 und Läufer G2. Nun sieht die weiße Stellung hier wesentlich kompakter aus im Vergleich mit der eben gezeigten Variante. Läufer B7, D4, D5, Springer F4, Turm F4, H schlägt G3, H schlägt G3 und König B8. Weiß, wie wir hier ganz klar sehen können, ist es gelungen, seine weißfeldrigen Schwächen zu kompensieren und zu verstecken. Hier ging es nun weiter mit Dame D3. Vielleicht wäre hier Dame D4 sogar besser gewesen. Nach Dame D3 kam Dame H7 und es kam nun zum Tausch der Damen auf H7. Und wenn wir hier einmal ein Fazit ziehen, so fällt als erstes natürlich das starke Bauernzentrum von Weiß auf und auch der gute Figureneinfluss von Weiß auf das Zentrum. Gar keine Frage, das sind Pluspunkte für Weiß, aber er hat auch Nachteile in seiner Stellung und das ist, wenn man genau hinsieht, der rückständige Bauer in der halboffenen C-Linie. Also Felderschwächen auf weißer Seite. Im Gegensatz dazu hat Schwarz keinerlei Felderschwächen. Und weil es hier schon ein Endspiel ist, wird Weiß hier keinen Mattangriff mehr in Richtung schwarzen König hier starten können. Also so nach und nach kommen die positionellen Nachteile der Stellung wahrscheinlich zum Tragen. Die Stellung dürfte ungefähr ausgeglichen sein, ist aber wohl für Schwarz leichter zu spielen. Und es ging weiter mit Springer C1 und das sieht tatsächlich schon arg passiv aus. Hier hätte Weiß wahrscheinlich mit E6 oder auch D6 fortsetzen sollen. Zum Beispiel mit der Folge D schlägt E6, D schlägt E6 und F6 und Springer D4 aktive Fortsetzungen suchen sollen. Meinetwegen Läufer G2, König G2 und nach Turm C8 würde Turm H4 die Stellung im Gleichgewicht halten. Nach Turm GH8 könnte Weiß auch mit Springer F5 hier ein klares Zeichen setzen, dass auch Schwarz hier seine Schwächen in der Stellung hat. Den Bauern E7 muss Schwarz auf alle Fälle gedeckt halten. Aber nach Springer C1 wendet sich so allmählich das Blatt. Das ist wie gesagt zu passiv. Nun spielt Schwarz Turm C8 und es kommt zu einem klassischen positionellen Manövrieren auf den schwachen Bauern C3. Also Springer B3, Springer C4, Turm E2, E6, D6, Turm G7, greift G3 an, Läufer schlägt B7, König B7, König G2 und Turm G5. Und das ist immer wieder beeindruckend, wie Carlsen das hinbekommt. Auf einmal hat Weiß nur noch Probleme mit seinen schwachen Feldern und den schwachen Bauern. Hier steht Schwarz ja klar besser, sicher noch keine Gewinnstellung,
aber vorzügliches und sehr einfaches Spiel. Turm f e4, schon muss e5 gedeckt werden. König a6, g4, b5. Und hier hat Waschjeler Graf a4 gewählt, eine aktive Fortsetzung gewählt. Das entspricht natürlich seinem Temperament. Aber taktisch funktioniert das, wie wir gleich sehen werden, nicht ganz. Wenn er König g3 gespielt hätte, würde Schwarz wahrscheinlich König b6 spielen und a5, a4 drohen, nebst Turm c5 und seinen Druck auf die weiße Stellung weiter erhöhen. Das entspricht nun tatsächlich überhaupt nicht dem Geschmack von Waschjeler Graf. Er hat a4 gespielt und es ging weiter mit b schlägt a4, Turm a2, a3 und Springer d2. So hat er sich das gedacht, mittels eines Figurenopfers. Aber es funktioniert nicht ganz. Springer d2, Turm a3, das war die Partiefortsetzung. König b6, Turm b4 und König c6 möglicherweise. Und ich denke, auf alle Fälle hat Waschjeler Graf bis in diese Stellung vorausgerechnet. Turm a6, König d5. Vielleicht hat er hier auf Dauerschach gehofft oder das Dauerschach erwartet und nach Turm a5, aber möglicherweise Turm c5 übersehen. Tatsächlich behält sich Schwarz hier jetzt die Mehrfigur, Turm d4, König c6, beziehungsweise wenn Weiß nun auf c5 tauscht und den Springer auf d2 sich zurückholt, dann fällt der Bauer g4 und Schwarz erhält das klar bessere Turmendspiel. Also hat Waschjeler Graf weiter auf Angriff gespielt und es wird auch nochmal gefährlich für Schwarz. Turm a7, Springer c4, Turm c7 und König b5, Turm d7 und nun ist der Bauer auf d6 auf einmal sehr gefährlich, aber Carlsen hat alles fest im Griff, hat alles fest in der Hand. Er spielt hier beeindruckend stark, auch in dieser Phase, wo ein genaues Auge tatsächlich erforderlich ist. Springer schlägt e5, Turm b7, König c6, Turm c7, König b6. Und nun sieht natürlich d6, d7 wahnsinnig gefährlich aus. Es droht d8 mit Dame. Hier hätte Schwarz aber, ihr könnt selbst mal reinschauen, ob ihr die taktische Widerlegung findet. Es ist nicht so schwer, aber man muss ein gutes Auge haben. Dennoch, hier könnte Schwarz nun mit Turm g4 fortsetzen und nach Turm schlägt g4 käme König c7 und der weiße Bauer ist eingefangen. Schwarz hätte eine Gewinnstellung. Aus diesem Grund spielt Waschjeler Graf Turm b4, aber nach Turm b5 beruhigt sich nun das Spiel mehr und mehr. Nun bleibt Weiß nicht viel anderes übrig als Turm zu tauschen, so kam es hier auch Turm schlägt b5, König b5 und d7 und er gewinnt die Figur zurück, Springer schlägt d7, Turm d7, aber nach Turm g4 ist ein technisches Endspiel entstanden, in dem Schwarz doch klar besser steht, er hat zwei verbundene Freibauern und der Bauer c3 ist schwach. Ich zeige euch die ganze Partie gleich noch im Schnelldurchlauf und da könnt ihr das Ende dann auch noch genau verfolgen. Das war also eine sehr schöne Schach 960 Partie, wie ich meine, mit großer Spielfreude von beiden Akteuren vorgetragen. Am Ende erwies sich Magnus Carlsen als der bessere Stratege, denn er hat die Stellung nicht nur taktisch im Griff gehabt, sondern auch die strategischen Besonderheiten. Ich meine hier natürlich die Felder- und Bauernschwächen im weißen Lager nicht aus dem Auge verloren. Eine Partie, die eindrucksvoll, wie ich meine, zeigt, dass Magnus Carlsen nicht umsonst zurzeit die Nummer 1 der Welt ist.
Das war's für heute. In einer Woche gibt's die nächste Schach 960 Analyse. Und wer mehr über Schach 960 allgemein erfahren möchte, der soll gelegentlich auf der Seite der Deutsche Schach 960 Stiftung vorbeischauen. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, Schach 960 im deutschsprachigen Raum zu verbreiten und bekannt zu machen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao!